Also Leute, ey, was geht denn hier ab? Pass auf, pass auf, pass auf. Hier meine Funkwellestation, ne? Meine Funkwellestation hat seit ein paar Tagen das Problem, dass wenn ich den Außentemperaturfühler anmache und den Innentemperaturfühler, dass der einen Kontakt verliert und dann auch nicht mehr einen Außentemperaturfühler findet. Jetzt habe ich jetzt, pass auf, ich gehe der Sache auf den Grund, hä? Jetzt habe ich hier drei Batterien von der künstlichen Marke drin gehabt, ne? Und hab die drei Batterien, hat es dann Batterie leer angezeigt, noch ganz kurze Zeit, denke ich, das kann doch nicht sein. Vielleicht sind die Batterien zu schwach, günstige Batterien, ne? Jetzt messe ich hier die Batterie, jetzt messe ich hier die Batterie einmal auf Minus und einmal auf Plus. Mein Assistent tut dann bitte hier das Display filmen. Das ist auf 2 Volt Bereich eingestellt. Jetzt hat die Batterie, guck, guck, guck. 1,06 Volt. Die nächste, wo drin war, hat nur 1,05 Volt. Und die nächste, wo drin war, hat nur 9,79 Volt. Ich hab die jetzt vor 3 Tagen reingemacht. So, jetzt erstmal die Frage. Hier sind neue. Die habe ich noch nicht rausgepackt, die sind neu aus der Verpackung. Alter, das ist ja schon wieder viel zu krass, was hier läuft. So, jetzt messen wir mal eine neue aus der Verpackung durch. Guck mal, guck mal. Die hat 1,659 Volt. Die hat richtig Volt. Ja, die Batterien. Meine Funkwellenstation hat jetzt quasi, müsst ihr euch vorstellen, in 3 Tagen solche Batterien leer gerodelt. Und jetzt habe ich wirklich qualitative Batterien von Warta gekauft. Von Warta. Und mach die rein. Mach die rein. Und meine Funkwellenstation geht erstmal an. Und vorhin hat sie auch relativ schnell einen Außentemperaturfühler gefunden. Ja, seht ihr, die findet einen Außentemperaturfühler. So. Aber irgendwas muss da geschehen sein, weil auch mit den teuren Batterien, ja, hat auf einmal der Außentemperaturfühler nicht mehr angezeigt. Und da habe ich jetzt gedacht, jetzt Fuchs oder Teufel, jetzt tust du mal die Batterien raus. Jetzt tust du mal die Batterien raus und misst die Batterien nochmal nach. Also, weißt du, die, wo ich jetzt die teure, ne? Die VARTA, war da, Batterien, wo ich da rein habe. Habe ich die raus, wollte ich die durchmessen. Beide Pole angefasst, hat es nichts angezeigt, keine Voltzahl, nur 0,04. Und es ist übelst heiß geworden. Der eine, der Minuspol, die Erdung, ist übelst heiß geworden. Da frage ich mich, was geht denn da ab? Da lebt doch euer Muster drin. Da lebt doch auch noch was da drin. Anders kann das nicht sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.